So, heute wieder Magnetfischen. Sibi ist natürlich am Start, Doppelhaken am Start. Mampfi ist natürlich auch da. Kamerafrau auch wieder dabei natürlich. Erste Wurf, Würfe und so weiter. Kennt ihr, zeige ich euch. Wir sind hier wieder an einer Hauptstraße. Unschwer zu hören. Ortseinfahrt, Ortsausfahrt. Das sind eigentlich so die Brücken, wo man am meisten Material rausholt. Weil die Leute irgendwie wohl das Gefühl haben, dass man bei einer Ortseinfahrt oder Ortsausfahrt als Glücksbringer was ins Wasser schmeißen muss. Ich werde es nie verstehen, aber das haben wir ja schon tausendmal gehabt. Das ist wirklich nur Müll. Dafür sind wir aber ja da. Ach, guck mal hier, das ist so ein Teil vom Feuerzeug, glaube ich, haben wir uns mal erzählt, ne? Oder? Was denn? Ja. Dieses schwarze hier? Könnte sein, ja. Irgendwie ein Feuerzeugzünder, glaube ich, hat man mir mal erzählt. Irgendwie hatten wir das schon mal gehabt und dann ist es ein Feuerzeugzünder. Tja, wie weit die Leute reinwerfen, ist immer abhängig von der Höhe des Geländers. Wenn das Geländer nicht so hoch ist, dann fliegen die Sachen schon ein bisschen weiter. Wenn das Gelände schön hoch ist, dann liefen die es quasi nur überall weg und man findet die meisten Sachen eigentlich schon direkt am Rand. Da haben wir was. Das ist aber richtig schwer. Die ist drauf umgerutscht, oder? Ja. Ich glaube auch, ich habe das schon am Start. Und ich habe es gelöst. Jo! Oh, was ist das denn? Das eine sieht schon wieder aus wie was für die Küche. Alter Schwede. Ist das schwer. Boah, Alter! Alter Schwede. Wow. Tja, das ist ein fettes, dickes, altes Eisenrohr. Und eine Kelle. Ja, so eine Küchen, genau. So eine, ja, genau. So eine Küchenkelle. Was für die Hausfrau. Was für Mampfi. Für den Hausmann. Der Hausmann, Mampfi. Alle was von. Also das war jetzt aber schwer, du mein lieber Vater. Tja, das zeigen wir euch jetzt noch hier. Fest, oder? Ja, Baumwurzel, schätze ich. Wenn so viele Bäume rechts und links sind, haben wir ja schon ein paar Mal erzählt. Spinne! Oh! Unterm Geländer! Erinnere mich dran, dass der nicht mehr hingeht. Bitte! Ich hab da vorhin schön gegengelegt. Nee, Leute, an das Geländer. OMC mag keine Spinnen. Ist das so offensichtlich? Anscheinend. Boah, geht's nicht. Also man merkt da überall so ein bisschen hier zubbeln. Warte mal, ich gehe einmal kurz auf die andere Seite. Ja. In der Hoffnung, dass da keine... Und scheint auch richtig Gewicht zu sein, aber irgendwie nimmt der Magnet das nicht so richtig, so wie ich mir das vorstelle. Zeig mal. Das ist immer wieder was. Da hätte jetzt irgendwie noch ein Mann mit dem Boot noch ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht drauf kriegen. Ja. Jetzt haben wir jede Menge Müll, aber da war noch mehr. Vielleicht hat er auch deswegen nicht richtig gegriffen. Oh! Cash für die Cash. 1 Cent. Oder 5? 1 Cent. 1 Cent? Ja. Aber nicht Cash. Den ganzen Müll da rein. Die Spinne hat mich irritiert. Die Spinne hat dich irritiert. Was ist das so gewesen mal? Das kann mal eine Schaltung gewesen sein vom Moped oder so. Ein Schaltfuß, ne? Unten so ein Schalt. Ja, Moped wäre das nicht. Hör bloß auf. Geht das nicht? Das wäre schon was richtig Cooles zu finden, ja, aber das rauszoomen ist, glaube ich, hart. Ja, das weiß. Wir haben schon wieder was am Start hier. Aber da vorsichtig, scheint nicht schneiden. Aber da scheint auch noch irgendwas. Hier. Da scheint auch noch irgendwas richtig Großes drinne zu liegen. Aber irgendwie kommt er da nicht bei. Ich probiere das jetzt nochmal. Was das da vorne ist, ja. Ne, ihr Werkzeug. Kreissäge. Gibt es so kleine Kreissäge? Also wir müssen mal gucken.
Irgendwas richtig Fettes liegt hier, aber da rutscht der Magnet über weg. Ich glaube, wir nehmen gleich den Haken, wa? Ich wollte sagen, du hast ja den Haken mit. Wir haben den Haken wieder bestückt, Doppelhaken-Technik heute wieder. Da sind wir am besten mit bis jetzt. Da muss man nur halb so viel werfen und hat dann gleich was am Start. Ja, blubbern tut schon, hast du gesehen? Ja, und vor allem der kleine Haken, ja. Und der kleine, wieder was dran. Guck mal. Der kleine Haken da dran, warte. Schon wieder was dran. Okay. Aber da liegt was Großes drin. Das war eine Batterie. Das ist immer sehr gut raus und jede Menge Schniedelschnabelzeug. Was sind das? Federn? Federn sind das, ja. Könnte ein altes Stuhlkissen drin liegen, so ein gefedertes, von so ganz alten Stühlen. Ich schmeiß mal in den Haken. Haken? Ja. So, Haken am Start. Da hier muss ich ein bisschen Abstand vom Gelände halten, da war die Spinne. Da wollen wir jetzt mal gucken, dass wir hier mit dem Haken mehr erreichen. Oh, Alter. Oh. Keine Ahnung, was das ist. Oh. Aber es ist schwer. Oh. Aber das schien den Lenker zu sein, hast du gesehen? Ja? Ja. Oh nein, das ist da unten. Ich hoffe, dass es nichts Metallisches ist. Ja. Erstmal wollen wir wissen, was das ist, aber ich glaube, es war Fahrrad. Weißt du? Ja, irgendwas da, siehst du? Lenker. Jo. Aber schon. Es ist, würde ich jetzt nicht behaupten. Nee. So, warte, das ist an der Seite hier. Sag Bescheid, wenn ich irgendwo zugreifen soll. Haken ab. Fahrrad am Start. Das ist das erste Fahrrad von uns für heute. Zu vermuten ist natürlich an so einer Brücke, dass da mehr Fahrräder sind. Ja. Zu hoffen für uns natürlich nicht. Naja. Harte Arbeit. Für die Spannung ja, aber ansonsten hätten wir es nicht. Harte Arbeit. Willst du nochmal in den Haken werfen? Ich probiere nochmal mit dem Haken, ja. Irgendwas hat er noch gezuppelt. Warte, ich muss auf die andere Seite. Da hast du dran, guck mal. Ja. Ja, ihr seht auch, mit dem Haken kann man extrem viel fangen und finden. Oh, jetzt haben wir was dran. Hä? Ich wollte eigentlich nur reinschmeißen und schräg ziehen. Ja, so viel dazu. Oh, ja. Nee, lass mich mal eben so, dass ich direkt dazu. Oh, guck mal, blubbert schon. Ja, das haben wir jetzt nicht ganz auf Kamera, egal. Jo. Anscheinend löst. Anscheinend ab ist es. Nee. Jetzt ist wieder dran. Also ich helfe dir gerne. Ich kriege hier leider nicht raus. Warte mal. Ich probiere das mal anders. Wir probieren das jetzt mal mit zwei Mann bzw. ein Mann und eine Frau. So, ich guck mal, ob ihr so wenigstens was seht. Warte, ich muss euch einmal Handschuhe anziehen. Ihr könnt ihr wenigstens mal da ein bisschen was beobachten. Genau. Bäh, ich lebe noch. Immer. Eins, zwei und zieh! Und zieh! 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 Nee. Geht nicht, ne? Bewegt sich nichts. Also, was machen wir jetzt? Und wenn wir das Seil unten runter, also hier unten? Nee, wir setzen jetzt unsere Winde ein. Okay, also ich mache immer auf Pause. So, jetzt habe ich dich, jetzt muss ich hier ein bisschen doppelt. So.
Heute sind wir nur zu zweit, da ist das alles ein bisschen kleines, bisschen krimineller. So, Jason, solltest du dir das hier angucken? Ja. Weil es ein Vorwurf deiner Eltern. Nein, Quatsch, war es überhaupt nicht. Das ist scheiße hier. Das werde ich erstmal umfrutzeln jetzt. Mach mal auf Stopp, ich mache da was anderes. Okay. Ja. So, Gurt Nummer 1. Ich habe die Gurte jetzt ein bisschen gekürzt. Dann geht das alles ein bisschen schneller. Natürlich haben wir hier drunter Schaumgummi bzw. Gummimatten. Das dem Geländer nichts passiert. Jetzt müssen wir das andere teilen. Ne? Ja, hier an der Kamera unten dran. An der Kamera unten dran? Jo, alles klar. Jo. Ja, okay. Natürlich, ne? Soll ja nichts kaputt gehen, ne? Das soll ja nichts defekt machen hier. So. Jetzt geht das weiter. Ich bin mal gespannt, was die Winde jetzt zu der Aktion sagt hier. So, sie ist dran. Ein bisschen runterlassen. Genau. Ein Knoten danach jetzt sein. Ja? Alles klar? Jetzt gleich mal gucken, wo wir den Knoten setzen, um das Teil zu bergen. Hast du? Ja. Den Knoten, den werden wir jetzt hier setzen. Meinst du, das ist da, Eon? Von der Höhe her müsste es gehen, ne? Ja. Dass man ziehen kann. Genau. Zack. Das haben wir auch schon mal. Oh ne, falsch. Falsch, falsch, falsch. Außenrum muss ich machen. Warte, soll ich irgendwas festhalten? Oder außenrum. Außenrum. So, jetzt wollen wir loskurbeln. Seid gespannt. Winde da jetzt rausholt. Oh oh. Hm? Ja. Ja. Zweit wäre jetzt gut, ne? Nee. Das ist so geil, oder? So eine Winde. Oh, aber guck mal, wie knapp das hängt. Oh, oh, ist wieder ab. Ja. Das ist irgendwas mit Reifen. Und das hängt nur in dem Rad drin. Ja. Warte, mach ich jetzt mal wieder runter. Ja, warte. Ich mache euch einmal ganz kurz auf Stopp und dann machen wir gleich weiter. So, ein bisschen mit Teamwork hier. Genau, wir haben es jetzt wieder eingehakt, das Teil. Das jetzt ist auch schon eine ganze Ecke leichter, weil wir es ja eben schon gelöst haben. Oh, 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 oh. Es sind Räder dran. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das denn? Das sieht aber komisch aus. Was ist das? Was ist das? Oh, ich weiß, was das ist. Ja? Das ist ein Einkaufswagen. Okay. Oh, scheiße, der ist voller Schlick. Ah, oh, super, ey. Oh, Mann. Also, ohne Winde keine Chance wahrscheinlich. Ne? Oh, Alter. Der ist richtig schwer. Oh, können wir die darüber auswählen? Ja, oder? Ja, richtig schnell. Wir müssen das jetzt anders machen. Ich lasse jetzt die Runde und Schüttel ein bisschen dran, dass der direkt abgeht. Ja. Das nenne ich mal. Ja. Vorsicht, geht? Ja. Ein bisschen kriminell hier, aber. Ja. Okay, okay, wenn die jetzt müsste er ein bisschen. So, jetzt hast du eingerastet und jetzt. Ja. Warte. Jetzt will ich mal ein bisschen dran schütteln, dass der Dreck rausgeht, ne? Mal. Ja, hier drauf. So, das war der Bursche hier. Jetzt müssen wir das da so über weglegen. Ich hab's hier, warte mal, ich muss jetzt probiere ich mal das Teil darüber zu hieven. Funktioniert schon mal ganz gut bis jetzt. Oh, Alter. Vorsicht, Vorsicht.
Das, das mit dem linken Arm. Oh. Das ist scheiße. Warum? Weil das schwer ist. Ja, aber jetzt haben wir ihn ja schon mal draußen lassen. Liegt an der Seite. Kriegst du das Ding los? Nee. Oder? Ja, warte mal. Nee. Ich geh mal nach unten. Ja, du läufst hier gerade da. Schön durch die Brennnesseln. Schön, oh, Brennnesseln. Hast du an? Ja. Das ist so gemein. MC ist knallhart. Ja, oh. Ich hab ihm angeboten, da runter zu laufen. Wie er so ist, Gentleman, rutscht er bloß nicht aus. Ja, sieht nicht gut aus. Hier ist ziemlich glatt alles. Ja. Das Seil? Hä? Nee, das Seil, das muss weg. Das müssen wir erstmal aushaken. Feuer habe ich gut geworfen, wa? Ja. So, Hochziehen. Warte. Danke. Ja. Pass auf. Nee, warte. Warte, Kamera halten und gleichzeitig. Ja, das habe ich die ganzen erste Zeit gemacht. Das ist widerlich. Ja. Aber. Irgendwie geht's denn doch. Genau. Wie das? Ich hätte ja besser gefunden, wenn wir das weiterhin machen. Leute, Leute, was für eine Aktion. Ich helfe Ihnen mal eben. Auf die Dauer hilft nur Power. In dem Fall Doppelpower. Genau. VNC hat ordentlich mit angepackt und dann bam war das Ding draußen. So muss das sein. Jetzt. Jetzt wollen wir aber zurück zu dem Fund, zu dem vermeintlichen Fund, den wir hier vorne auf der Ecke hatten. Und ich habe den Haken ja nur so geschmissen vorhin, ja, weil ich längs ziehen wollte, weißt du? Ja, ja, genau. Und jetzt werde ich das nochmal machen. Jetzt werde ich nochmal längs ziehen hier. Hä? Du hast schon wieder gehangen. Ja. Und der scheiß Knotenbär geht nicht. Da kommt auch was Schwarzes hoch. Guck mal, der Knotenbär. Der muss theoretisch raus. Ja, geht mal hoch, ich lasse ihn mal raus. Hinten raus. Leute, ihr glaubt das nicht, wir hängen schon wieder fest. Echt? Richtig jetzt? Richtig, volles Kanonenrohr. Ich probier jetzt mal richtig Gas zu geben. Warte mal eben. Ja. Oh, oh, und eine Chase. So, egal. Wieder eine. Jetzt, warum habe ich den Knoten rausgemacht? Nee, den hätten wir nicht nutzen können. Der war zugezogen, Süße. Ach so, okay. Ja, stimmt. Deswegen werden wir das jetzt ein bisschen ummodeln wieder hier. Ja. So, warte mal, wir bereiten das vor und schalten euch gleich wieder dazu. So, das hat ja einen schönen Knoten gemacht. Oh, das sieht aber verdächtig aus. So, jetzt hat er was. Geht das. Guck mal. Der Knoten. Ja, ja, der Knoten geht. Oh, das sieht so komisch aus. Ah, nein, das wird schon. Ah, die Runde. Da passiert auch nichts, alles hoch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, nein. Guckt euch doch mal die Scheiße an da. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder einer, ey. Der ist doch einer, oder? Sie, guck mal, der ist einer. Ja, ja, das ist 100% scheiß Einkaufswagen. Fucking Kackteil. Also wieder das gleiche wie eben rüberschieben. Genau, lösen. Und rüberschieben. Ich würde ihn jetzt so im Wasser. Ich will ihn mal ein bisschen schütteln. Warte mal, geh mal runter. Ja, schütteln ihn mal ein bisschen. Oh, alter Schwede. Oh, nee. Kamera sieht das, ich sehe das gar nicht. Eigentlich schon. Ich muss mal rüber gucken, guck mal. Den kriegen wir nicht hoch. Nee, müssen wir wieder nicht so. Den ganzen Dreck ermüssen. Also nicht so, so haben wir da keine Chance. Nee. Ich hätte auch nur an einem Der ist ganz voll. Hä? Der ist ganz voll, lass. Das wird immer schlimmer. Scheiße. Das wird immer schlimmer. Wir müssen das gucken, dass wir das so schnell wie möglich rüberkriegen. Nee, nee, den krieg ich nicht mehr. Den kann ich überhaupt gar nicht bewegen, Schatz. Guck mal hier. Oh, das... Ja, ich weiß, wie wir das machen. Nee, den kann ich nicht bewegen. Ja, ich weiß, wie wir das machen. Ich stelle mich da vorne schon hin. Ich zieh die Fuß von oben und ich zieh von oben. Nein, den können wir gar nicht bewegen. Okay. Der wiegt locker 200 Kilo. Den bewegen wir nicht 1 Millimeter. Ja. Keine Chance, das können wir vergessen. Wir müssen uns jetzt erstmal was überlegen. Ja, jetzt müssen wir uns erstmal was überlegen. So, jetzt erzählen. So, Leute, ich will ihn jetzt in die Luft drehen. Ich glaube, du musst das. Deswegen
kann, dass wir den Scheiß ausleeren da. Ein bisschen was fällt schon mal ab, das ist gut. Ja, guck mal hier. Ja, oh, ne? Ja, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Winde wackelt ganz schön. Ja, ja. Ja, wir müssen, glaube ich, auch den Haken anders positionieren. Ja, ich lasse hier ein bisschen runter. Dafür müssen wir erstmal jetzt hier den Magneten, kannst du ihn mal festhalten? Ja, warte. Dann mache ich das mit der Winde. Nein, nein, so ist es am einfachsten, genau. Nee. Ja. Hier ist, da brauchst du nicht so viel Kraft. Ja, ich weiß nicht, ob wir den Haken wieder so rauskriegen. Ne? So. So lassen wir das jetzt erstmal. Jetzt kann ich vielleicht ein bisschen besser schütteln. Ja, warte, ich gehe wieder auf die andere Seite. Ja. Bitte, ich bin voller Schwung Kameraschüttel ins Wasser geworfen. Wenn das Geländer ist so hoch. Oh, 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 oh. Aber ein bisschen klappt's. Geht das? Alter Schwede, das ist schwer. Kannst du dir nicht vorstellen? Doch, klar, ich hab voll gut dran zu. Boah. Unvorstellbar. Oh. Oh. Ab. Warte, 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 hat sich schon zugelegt. Hat sich zugelegt. Vorsicht. Ja, kommt nicht ans Geländer. So. Ich mache euch kurz wieder auf Pause. So, wieder voll im Team. So, ein Haken neu positioniert. Mikro hat den Haken neu positioniert. Mikro? Mikro? Ja, ich hab's richtig hingekriegt. Geil. Cool. Geil. Geile Scheiße. Geil. Oh, schön am Trinken, ne? Ja. Jetzt raus? Ja, ja, alles raus. Alles geil. Raus. Wir können rüberziehen. Sag mal her. So wie eben. Immer noch? Nee, alles raus. Alles raus, geil. Alles raus, Leute. Guckt euch das an. Zurück. Wir haben das passiert, dass das Rad oben ein bisschen größer ist, sodass man auch ein, zwei Meterchen vom Seil mit aufwickeln kann. Genau, und jetzt müssen wir wieder zurück. Und jetzt machen wir das so. Dann nehmen wir euch gleich wieder mit. So, läuft wieder, Haken. Geht nicht anders, warte. Oh, der geht in der Luft. Oh, Alter, 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 ist das Ding schwer, ey. Stell ab, stell ab, stell ab. Jetzt gehen wir wieder dahinter und machen es so wie eben. MC, das Tier! Ja, absolut. Oh, ist das Ding schwer, ey. So, und wieder. Oh, alter Schwede. Da ist er. Wieder mit Doppelpower. MC und CC haben Vollgas gegeben. Alter Schwede. So, jetzt machen wir euch kurz auf Pause. Puh, muss noch was trinken. Ja. Zack, bist wieder drauf. Ja, jetzt hast du so, ich habe immer noch kein. Ich habe immer noch nicht das Teil eigentlich gefunden. Die Polizei hält an. Wir müssen eben kurz warten. Freundlich. Sagt, die werden gleich herkommen, die haben schon gewunken, gewunken, ganz freundlich. Wir werden jetzt aber trotzdem probieren, das Teil, was ich eigentlich rausholen wollte, schon die ganze Zeit hier vorne, nochmal zu haken. Ja, dann schmeiß mal rein, warte. Und? Gar nichts. Da hast du mal weggerubbelt jetzt eben. Ja, ja. Schlicki, Schlicki und Blätter und alles. So, hier vorne bin ich jetzt. Ich schwing mal ein bisschen so. Schwing, schwing. Wenn du so in die Richtung schwingst, dann waren jetzt zwei Einkaufswagen. Ja. Aber da, wo ich vermutet habe, dass was war, da müssen wir gleich nochmal mit dem Magneten gucken. Ja. Wo, was ist das? Nur Dreck? Nur Dreck, ja. Okay. Dann müssen wir nochmal mit dem Magneten gucken am besten. Ja, okay. Irgendwie finde ich da jetzt nichts. Einmal kurz auf Pause und dann schalte ich euch gleich wieder dazu. Ja. So. Und so, wir checken jetzt die Lage nochmal mit dem Magneten ab. Aber da war definitiv was. Aber guck mal hier, auf der Höhe ist das. Seht ihr das? Okay, da hast du wischen. Auf der Höhe ist was? Soll ich da mal den Magneten hinterher, den Haken hinterher werfen? Ja, machen wir gleich. Ich glaube, ich habe auch schon was dran. Ja, sieht auf jeden Fall. Oh! Jo! Jo! Elektro! Und eine alte Brechstange! Oh, Scheiße! Alles wieder runtergefallen! Cheatenkram! Das war aber kacke, du! Ja. So, du geht weiter. Eins hast du auf jeden Fall. Nee, nee. Das ist was anderes. Gott, das ist ein Fahrrad. Das ist schon wieder was anderes. Gib mal her, ich nehme das direkt immer. Das hört hier gar nicht auf an der Brücke. Aber wir wollen natürlich den Scheiß, den wir eben hatten, auch wieder dran kriegen, ne? Da haben wir ihn. Da haben wir es wieder. Lass uns mal eben leer laufen. Oder läuft doch, ne? Ja, die läuft.
Nein, nein, ich meine, das Wasser läuft. Ja, jetzt sehe ich nichts mehr. Oh, da müssen wir ganz vorsichtig ziehen. So eine Blende extrem. Ganz vorsichtig ziehen. Jo. Hier, hier, warte. Ich stelle das mal hier direkt rein. Dann ja, scheint was. Was das mal gewesen ist. Komm das mal. Tja. Genau, jede Menge Scheiß, was nicht reingehört. Genau. So, das stellen wir zur Seite und gucken mal nach den Kleinteilen. Ich will noch mal eben nach der Stange gucken, die wir da hatten. Oh, du hast aber wieder Kleinkram. Ja. Ja, aber für die Stange jetzt. Warte, ich einmal kurz auf Pause. Ja. Ja, Stange gefunden. So, ich hab sie. Das hätte mich aber auch jetzt geärgert. Wenn ich die nicht gefunden hätte, das hätte mich aber jetzt auch gestört. Aber da muss trotzdem noch was liegen. Meinst du? Bin mir ziemlich sicher. Ich mach dich auf Pause, wir gucken weiter. Ja. Und das nächste. Da hätte ich wieder. Oh, ich sehe es gar nicht, blendet. Ist auch ganz schön schwer. Das sieht aus wie so ein Teller. Nee, das ist schon wieder eine Radkappe, glaube ich, oder? Vorsicht, ja. Oder ein Kochtopf. Nee, das ist, glaube ich, ein Kochtopfdeckel. Warte, 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 hier. Hier, ab in das hier rein. Ein Kochtopfdeckel? Ja. Also nicht, dass der Dreck rausfällt. Was ist das denn? Das ist eine Hinterachse vom Fahrrad. Ja, schon wieder diese. Wahrscheinlich Überreste von dem von da vorne. Ja, und schon wieder mysteriöse. Federn. Also hier haben wir echt eine mega Ecke, Hammer. Und vor allem, wir kommen ja nicht weiter an der Brücke. Da ist so viel drin. Ja, wir wollten ja eigentlich hier erst da machen, aber dann haben wir ja den Haken so behindert geschmissen, dass wir den schräg ziehen wollten. Ja, also schon wieder. Oh, ich sehe es. Ja. Dass der Mampfi kriegt richtig was. Mampfi kriegt richtig was. Der weiß heute gar nicht wohin. Ja, echt. Da kriegen wir noch eine Klage vom Mampfi, weil er so zugenommen hat. Echt. Dass er so viel essen muss, steht eigentlich im Arbeitsvertrag. Ich glaube, ich muss den überarbeiten. Das ist bestimmt noch ein Fahrrad, ey, so ein Mist. Kann auch von dem anderen sein. Ist das? Bei dem anderen fehlt das alles. Nein, das fehlt ja alles. Okay. Aber du hast auch abgezogen. Also es sah auf jeden Fall von oben so aus. Ich hab schon wieder hin, ne? Ja, okay. Aber es wird stehen hier aber nicht lang. Oh, was ist das denn? Keine Ahnung. Das ist mit Kabel umwickelt, guck mal. Ja, ja, ich sehe. Hacken. Ich hol ihn Hacken. Er lässt keine Ruhe. Da ist also in diesem Kabelfeld drin. Mach erstmal hier den Magneten sauber. Könnte daran liegen, dass der nicht richtig packt. Wenn er so verdreckt ist, dann hat man eben keine Leistung. Ne? Ja, genau. Probiere ich jetzt noch einmal und dann gucken wir mal, ob wir mit dem Haken weitermachen. Wenn du es dann hochziehst, dann wäre die Brücke, wenn man das Kabel sieht, dass man da direkt den kleinen Haken einhaken kann. Jetzt habe ich es wieder. Mhm. Es fühlt sich auf jeden Fall so an, als wenn es das wäre. Ja, ja, ist es? Ich sehe es nicht. Ist es. Und du hast es direkt. Mach mal anders jetzt. Genau, ich bleib mal hier stehen. Ich versuche das. Ja. Das ist rauf. Ja. Okay, ich schalte euch gleich wieder dazu und wir sehen, was es ist. So, hier wieder ein Geschwür. Bin ich mal gespannt. Hebe ich gleich auf. Boah. Muss ja eh gleich nochmal hin. Ist gar kein Metall. Nee? Plastik. Ja, oh ey. So, wisst ihr, was das ist? Das ist ein alter Türrahmen. Tja, so kann man ganz ehrlich. Was ist man? Mit Kabel umwickelt. Ja. Guckt euch das an. Das ist ein alter Türrahmen aus Plastik. Wie gesagt, du hast doch was anderes, aber der Magnet ist so voll mit Kleinkram. Dass der das irgendwie nicht packt. Das ist echt verrückt. Also der Haken, glaube ich, der bringt da nichts. Den hatten wir ja schon lange geschnürt. Ja. Das ist echt verrückt. Die Brücke, das ist die Horrorbrücke. Die Wien-Horrorbrücke. Das geht gar nicht. So, ich mache euch wieder auf Pause. Obwohl, da hast du es schon wieder, ne?
Ja, aber es geht nicht ab. Kannst trotzdem auch Pause machen. Wir machen auf Pause, schalten euch zu. Stimmt, so ein altes Sofakissen oder irgendwie so ein. Ich hab das hier gerade mal einmal ganz kurz angemacht, nur damit ihr das mal seht. Ja. Was ist das denn? Das ist ein Bettrahmen. Das ist ein Bettrahmen, daher auch die Federn. Guck mal hier. Kriegst du das so hoch oder? Ja, muss ich ein bisschen. Oder wieder darüber schwenken. Muss ich ein bisschen fixen. Ja. Jetzt. So. Da haben wir mal was ganz Außergewöhnliches: einen alten Bettrahmen. Ich glaube, das war mein Rahmen. Ja? Ja. Dann sag mal lieber nicht so laut, du. Das ist ja hier noch eine Anzeige. Nein. Wird das weg? Alter Schwede, jo. Du warst doch schon mal in der Zeitung und so, ne? Ja, Fernsehen waren wir auch schon. Ja. Ich glaube, da ist schon wieder was. Kannst du von uns ein Bild machen, ja? Warte mal eben. Aber nicht veröffentlichen. Nein. Also ja, weil ich bin nirgendwo zu sehen da. Ne, sie möchte nicht mit drauf. Nein, ist gut. Sie ist die geheime Kamerafrau. Genau. Habt ihr alle gehört? Mich kannst du rückholen. Ja. Alter, das ist wieder richtig schwer hier. Ja, das war ja klar, ne? Was ist es denn? Ich sehe es nicht. Fahrrad. Das haben wir auch heute noch gar nicht gehabt. Jo, das ist ein Fahrrad. Das war mal. Das hatten wir ja schon. Ja. Alter Schwede. Humpa. Oh, schade. Der Reifen ist wieder reingefallen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist so, jetzt bist du wieder drauf. Da haben wir ein Kreissägeblatt hier. Muss also vorsichtig sein, das Ding ist scharf. Oh. Das ist noch, ne? Ja. Ein paar Dinger, nichts Interessantes mehr. Doch! Was? Das ist was für meine Frau. Was? Guck mal genau hin. Deko! Altes Gewicht. Deko! Das behalten wir auf jeden Fall. Bing! Da froht Mien frusig. Ja, passt zu dem anderen, was wir haben. Tada, genau. Das ist schön. Das mache ich schön sauber und dann. Ja. Kannst du dir das hinstellen? Ja, hatten wir gerade Besuch von jemandem, deswegen konnten wir euch nicht die ganze Zeit mitnehmen. War neugierig, was wir machen mit unserer Arbeit. Ja. Warum wir das machen, lohnt sich doch nicht. Genau. Nee, finanziell lohnt sich das wirklich nicht. Hat er dich jetzt eigentlich fotografiert? Er wollte mich fotografieren. Ja, er wollte ein Foto machen. Meine Frau wollte ja nicht. Nee. Das ist aber richtig so. Wer nicht will, der will nicht. Genau. Das soll man immer auch dann ehrlich sagen und dann haben die Leute ja auch Verständnis. Genau. Oh, schon wieder ein Sattel. Ach, ah. Siehst du, ich habe gesagt Sattel und er hat gesagt, das will ich nicht. Ja. Voll. Kommt schon. Da haben wir ihn wieder. So. So. Dann machen wir euch wieder auf Pause und gleich wieder dazu. Oder was hast du denn? Ja. Das hat sich gemeint. Wir haben wieder was dran. Was für ein Wunder! Ach, ein Radkreuz! Das ist doch noch gut! Ja. Das ist doch noch das denn gut! Weg? Oh. Alter, was ist das denn? Oh, so. Aber das habe ich schon öfter festgestellt. Werkzeugstahl ist also extrem magnetisch. Magnetischer finde ich wie andere. Werkzeug oder Flachstahl oder. So voll Eisenrohre, so fettes Zeugs. Da ist ein Bums hinter, ey. Das ist absolute Wahnsinn. Also wir haben so viel Material. Das ist der Wahnsinn, was heute alles rauskommt. Heute machen wir ein bisschen länger, wie ihr schon seht. Weil so auf alten Level, da habe ich ja öfter mal 40, 50 Minuten gemacht. Aber jetzt machen wir auch ein bisschen auf Stopp, damit ihr nur die interessanten Sachen, ne? Genau. Irgendwas hält wieder dran, was poltert hinterher, aber es fällt auch immer wieder ab. Dann saugt es sich wieder dran, dann fällt es wieder ab, dann saugt es sich wieder dran. Oh. Jetzt ist aber anders. Direkt hier vorne muss auch was machen. Dann mache ich die Nummer schon. Scheiße, wieder ab. Ja. Jetzt hast du. So, wir sind fast durch hier. Jetzt habe ich immer wieder was dran, aber es rutscht gerade. Ja, es rutscht dann. Zack, weg ist es. Oh Mann. Das ist bestimmt. Ich mache das mal eben sauber jetzt. Ja. Und dann. Oh! Cash in die Tasche. Ab in die Tasche. Ja, mach sauber und weiter. Ja. Einkaufswagen. Super! Aber wenigstens hat er die richtige Position. Ich hole den Haken und dann ziehen wir es da wieder rüber. Anders geht das nicht. Ja, der Magnet hat sich so verhakt hier. Ja. So. Hier ist, will er das alleine machen. Kleines Päuschen. Jetzt mache ich nach und nach mal ein kleines Päuschen. Und
drin. Das Scheißding irgendwie am Start zu kriegen hier. Warte. Warte. Genau, Haken. Hinten den Haken dran, hinten. Hinten rein, genau. Ja. Nee, ein weiter. Das ist auch noch auf Kamera. Warte, macht doch nichts. Alles gut. Zack. Super, 100%ig. Erst rein. Warte. Ja, habe ich. Ich halte den fest. Au. Meine Hand hier. Finger weg, Schatz. Nee, Finger weg. Ich mach. Halt du mal nur den Magneten, bitte. Okay, kleinen Moment. Hier seht ihr das. Ich muss leider anderweitig nicht festhalten. Da hängt es. Ach, er wollte es unbedingt so machen. Geh. Alter. So. Aber du hast ihn. Das war das letzte Teil für heute, Leute. Ende Banane. Ja. Hast es geschafft. Wir haben alles raus. Wir sind bis am Rand durch. Das war der letzte Einkaufswagen. Für heute. Jetzt heißt es noch richtig Maloche, alles zerflexen, in Anhänger rein und zum Schrott. So, guck dich mit anderen Videos an, klickst ein Abo, immer gern gesehen. Adios, ciao. Ciao.